So Leute, herzlich willkommen Auf Green sein Sofa. auf unserem Kanal, so sieht's aus. Heute mal etwas anderes. Wir reagieren auf die erste Folge von der dritten Staffel, Seven vs. Wild. Oh, spontan mal gesagt, wir machen mal eine Reaction, weil wir auch Bock drauf haben. Ich habe mich auf jeden Fall sehr zurückgehalten. Hast du einiges mitgekriegt schon? Was im Vorfeld jetzt da abgeht? Also ich habe nicht vorgeguckt. Das habe ich nirgendwo Ich auch wie nicht. andere. Ich Ja, habe jetzt mal es. geguckt, was so mal abging zwischenan. Ja, Thema Grillanzünder und so, wissen einige Bescheid. Stößchen, ein Papierchen. Aber alles klar. Es ist absurd eigentlich, wenn ich mir das jetzt schon so vorstelle. Ja gut, aber ja gut. Orga-Team so, ja, wie gesagt. Können ja meine ich jetzt nichts für direkt. Was sagst du zu den Teams? Tja. Kennst du viele? Kennst du alle? Nein. Ich kenne auch nicht alle, ich muss sagen. Hast du Favoriten? Ja. Hast du Favoriten, der hier sitzt? Ja. Ja, Wie viele Teams? zwei Sag mal. Teams halt so ungefähr. Zwei Teams. Ich habe mir auch zwei gesetzt. Ich habe ein Favoritenteam. Das ist, bin ich jetzt ganz klar, das ist Knossi und Sascha. Kelly und Schlappen. Ja. Ja, bei mir. Und Und Sascha und Knossi. ich habe noch ein bisschen rumgerätselt. Entweder auch Kelly und Schlappen oder Platte und sein Kollege, sein Teampartner. Aber ich setze mich mal noch auf, naja, auf Platten-Harry. Setze ich es einfach mal. Erste Wahl ist auf jeden Fall Sascha und Knossi. Ich bin gespannt, wer hier das Rennen macht. Aber bis dahin dauert es noch eine ganze Weile. Ja, mit den Gefahren da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir lassen jetzt die erste Folge auf uns wirken. Ich bin mega gespannt. Und mal gucken, was hier noch alles so entsteht. Alles klar, hau mal rein. Viel Spaß. Der Dschungel weint! Willkommen zurück bei Seven vs. Wild. Inzwischen sollte es keine Überraschung mehr sein, dass sich auch dieses Jahr wieder einiges ändert. Zum einen findet die Serie an einem neuen Ort statt. Zum anderen werden dieses Jahr erstmals 7 Zweierteams ausgesetzt. Damit es trotzdem eine echte Herausforderung ist, wurden die zu überstehenden Tage von ursprünglich 7 auf jetzt 14 erhöht. Um den Fokus mehr auf das echte Überleben und die damit verbundenen Herausforderungen zu lenken, gibt es diese Staffel keine Tageschallenges und damit kein Punktesystem mehr. Es geht nur noch um eins: 14 Tage Überleben. Demnach kann es auch mehrere Gewinnerteams geben. In Staffel 1 und 2 wurde die Anzahl der erlaubten Gegenstände begrenzt. Dieses Jahr gibt es stattdessen nur eine einfache Regel. Alles, was in diese 1 Liter Trinkflasche passt, darf mitgenommen werden. Außer Unterhaltungselektronik. Die einzige Begrenzung in Anzahl und Größe der Gegenstände ist also das Volumen der Flasche. Zusätzlich bekommen die Teams folgendes Equipment gestellt: einen Schlafsack, Ausrüstung zum sicheren Feuer machen, ein Abwehrspray gegen wilde Tiere sowie ein Erste-Hilfe-Kit. Das Benutzen dieses Erste-Hilfe-Kits führt diese Staffel zum direkten Ausscheiden des Teams. Außerdem hat jedes Team Kommunikationstechnik dabei, um täglich mit einem Code Green zu bestätigen, dass beide Teilnehmer noch leben. Ein Abenteuer gemeinsam zu bestreiten kann positiv sein, aber auch zu Konflikten führen. Bricht eines der zwei Teammitglieder ab, scheiden beide Teilnehmer aus. Das Duo muss also gemeinsam die 14 Tage überstehen, um sich am Ende Gewinner von Seven vs. Wild Teams nennen zu dürfen. Rise high above every mountain. Mindset embracing the fear, tossing coins into every fountain, and we'll know our luck is near. We can choose not to lose as we walk through the unknown. Ich weiß, wer schwitzt du? Wir sehen uns in Valhalla. Dieser Survival-Selbstversuch startet genau jetzt! Jetzt ist Kanada. Das hier ist das echte Game! As
Wir sind hier zusammengekommen, viel Vorbereitung gehabt, viel psychisch, viel schon gedacht, wie wird das werden. Jetzt, heute, ist dieser Moment gekommen, an dem wir ausgesetzt werden. 14 Tage mit einem Menschen, den ihr gern habt, mit dem ihr befreundet seid oder mit dem ihr ein Team bildet. Wir werden Probleme haben, für die es Lösungen zu finden gilt. Aber eins ist klar, wirklich, 14 Tage im Dreck, auch ohne Essen. Das kann man schaffen. Glaubt an euch. Ja, denkt dran, was die Leute da draußen geschrieben haben. Die nicht an euch geglaubt haben. Wichtig. Die gesagt haben, du gehst raus an Tag 2. Das packst du niemals. Leute, die keine Ahnung von dem haben, was wir hier machen. Freunde, Seven vs. Wild ist meist einmal im Leben. Hab keine Angst. Die Angst ist was Gutes. Ja! Viel Spaß dir mit Roman. Ja, danke. Wir beide, ich bin gespannt. Ja, mich auch. Hallo! Leg Ende, linkes Boot. Jetzt nicht fallen lassen. Linkes Boot? Ja. Mach mal. Go, go, go. Rechtes Boot. Oh ja! Das den Jungs, aber ich hoffe, da sind Wölfe. Okay, seid ihr drin? Ja. Okay, legt den Ball in, Papa auch. So, warte mal. Es geht los, jetzt auf dem Mini-Schlauchboot. Holy shit, sieht das krass aus. Hey, vielen Dank. Trimax und Rumatra. Er ist einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands und veranstaltet die größten Live-Events im Internet. Keiner investiert so viel Zeit und Geld in Mobile Games wie er. Doch wie schlägt sich der Zocker ohne Pay-to-Win? Vielleicht ist er seine Lebensversicherung. Teampartner Rumatra geht gemeinsam mit Trimax an den Start. Sein Bachelor in Raumfahrttechnik hat ihm dabei geholfen, die gemeinsame Flasche besonders präzise zu packen. Bekannt geworden sind die beiden durch ihre ständigen Anfeindungen gegeneinander. Eine absolute Überraschungskiste. Alles kann passieren. Feuerstein, Feuerzeug.
Köder. Ich würde mal interessieren, was sie für einen Köder haben, auf jeden Fall. Das sind Abfuhrtabletten. Abführtabletten bestimmt, Abführmittel. Ach, Abführ, jetzt habe ich. Ja, ja, ja. Schmerztabletten haben sie aber bestimmt, Ibus und so weiter, wa? Mhm. Bleikugeln, Schnurrdraht, Kochschaden. Ja, die Wasseraufbereitungstabletten, dass du echt erstmal was hast für die ersten ein, zwei Tage, ja. Ist schon nicht schlecht, Meister. Schleichstein, er ist gut, ja. Ich bin auf jeden Fall auf alle Köder meist mitgespannt. Ja. Safe. Auf Wiedersehen. Bis in 14 Tagen. Arrivederci. Wow. Ich muss jetzt da schnell hin und pissen. Okay. So denkt man so? Wie unepisch. Wir winken und sagen tschüss. Die Drohne filmt dich, Alter. Nicht jetzt pissen, Rumatra. Nein. Nein, Rumatra. Survival Martin und Fritz Meinecke. Martin ist seit 10 Jahren im Outdoor-Bereich unterwegs und hat seine Grenzen bei diversen Selbstversuchen kennengelernt. Er denkt mit dem Herzen und hat unvergleichlichen Humor. Anders als bei seinem Teampartner Fritz. Denn Fritz lacht niemals. Bei dem finsteren Blick und imposanten Bart wird auch dem Letzten klar. Hier steht ein waschechter Abenteurer. Insgesamt haben die beiden schon 3-mal an Seven vs. Wild teilgenommen. Immer mit Erfolg. Seit den Anfängen auf YouTube sind sie befreundet. Wird ihre Freundschaft an dieser Probe zerbrechen? Zwillengummi? Die haben auch schön auf Angelzeug gesetzt. 4, guck mal, 5 Sachen. Anglerschnur, Angelvorfächer. Haken, Köder. Oh, ein Stellnetz, das ist natürlich eigentlich sehr klug. Es gibt schon viel, sag ich mal, Fließgewässer. Gehe ich auch von aus. Kommt drauf an, natürlich, wo du bist. Woher die Bleikugel? Was haben sie damit auf sich? Ich habe gar keinen Plan. Wollen sie die schmelzen oder noch irgendwas machen? Mit Spitzen vielleicht? Wollen sie einen Pfeilspitzen machen? Ist das weit, ist das abwegig oder könnte das? Das sind ja Bleikugeln, die sind ja klein. Ja, ist ja wie Schrot denn, ne? Ich weiß es noch gar nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, aber ich weiß es. Komplett angestrahlt. Leute, Alter, es geht los. Oh. Fucking 14 Tage Wildnis liegen vor uns. Da hinten fliegt unser Aussetzungsheli weg. Der Kamera-Heli fliegt weg. Und holy shit, wir haben einen verdammt riesigen Strandbereich mit jeder Menge Treibholz. Wir haben hier irgendwie einen Fluss. Oder sowas, ne? Ich muss erst mal pinkeln. Ja. Und dann kommen wir ganz kurz klar. Wir atmen das. Wir machen Kamera Alter. Aus. Ja, wir setzen uns mal hin. Ja, wir atmen mal 5 Minuten. Ja. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Merkt ihr alles? Merkt ihr, wie es links und rechts aussieht? Links waren Höhlen. Ja, eine Schlucht hier. Hätte sich ja jetzt erst. Ja. Das hier, bam. Die Naturensöhne. Gerrit ist die eine Hälfte der Gebrüder Natur. Klotzen, nicht kleckern ist sein Motto. Als ehemaliger Bundeswehrsoldat bestimmt er dabei häufig, wo es lang geht. Wenn ihm jemand was sagen darf, dann nur seine bessere Hälfte Andi.
Dieser ist nicht weniger fleißig und vervollständigt das Duo. Andy ist genau wie sein Kompagnon gerne Outdoor unterwegs und baut gemeinsam mit Gerrit die wildesten Konstrukte in den Wald. Seit 20 Jahren sind sie beste Freunde. Also ich muss auf jeden Fall mal eine Sache loswerden. Also das Team ist einem auf jeden Fall ein Begriff. Fakt. Kenne ich, ja. Guck ich immer ab und an. Schreibe Kommentare rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, Gerrit, der Große, ist mir mega sympathisch. Andi hat einfach, ich will nicht unhöflich sein oder so, ja, aber der hat die Art, ich weiß nicht, der hat irgendwas an mir. Der ist so ein bisschen neunmal klug, kommt's mir vor. Es ist einfach ganz komisch. Was sagst du zu der Flasche? Zu Andi, ja. War gut! Nein. Nee, ich feiere die. Ich feiere die. Ich guck die auch immer und so aus. Ich gönn mir das. Zu der Flasche, ja. Die Flasche hast du ja geguckt, wie sie die gepackt haben und sowas. Hm. Ich feiere die Flasche. Ist so einiges mehr drin als wie bei der anderen, ja. Schon, siehst du ja auch, ja. Geil eigentlich, ich feiere es übelst. Haben auch an alles gedacht, ja. Ja, echt viel. Vor allem die Unterlegscheiben, Gewindestangen. Ich bin echt mal gespannt, mit was für ein paar Sachen so, in welchen Situationen die auf einmal vorkommen werden. Ich werde bestimmt schon gespannt und überrascht werden. Bin ich mir ziemlich der Meinung. Let's go. Okay, wir schmeißen jetzt erstmal die Sachen weiter nach oben und dann gehen wir hier erstmal den Strand ab. Weißt du, was wir dann machen? Das habe ich mir vorher schon geschworen. Wir setzen uns ganz kurz hin und chillen 2 Minuten und kommen mal kurz runter. Okay. Ja, wir kommen erstmal runter. Sehr gute Idee. Ja? Sehr gute Idee. Ich glaube, die ergänzt sich, dass die auch schon überlebt haben. Mach gleich mal einen Break, weil du musst abwechseln. Das wird ein Abenteuerurlaub. Und Rees. Aufgewachsen in Brandenburg blieb dem jungen Kevin aka Papa Platte nur eine Wahl, um groß rauszukommen. Tanzen. Nachdem dieser Plan scheiterte, begann Kevin zu streamen. Besonders bekannt ist er dabei für seine Anglizismen und die inflationäre Verwendung des Wortes Bro. Als einen solchen sieht er auch seinen Teampartner und Freund Dominik aka Rees. Als Lebemann probiert Rees ständig neue Dinge. Besonders bekannt ist das Doppelpack durch den gemeinsamen Podcast Edel Talk. Sie kennen sich in- und auswendig, doch keiner von beiden hat irgendwelche Erfahrungen im Bereich Survival. Trotzdem war ihr größter Wunsch die Teilnahme an Seven vs. Wild. Man soll aufpassen, was man sich wünscht. Der Rees ist schon ein Bär, der kann sich durchsetzen gegen Bär. Ja? Ja, guck doch mal an! Der hat eine gute Masse. Ja, was ist hier los? Das ist einfach krank. Okay, der Heli fliegt jetzt wieder. Bro! Alter, jetzt sind wir hier einfach. Bro, was? Boah, wenn ich jetzt hier alleine wäre, würde mir die Hose scheißen. Bro, stell dir vor, jetzt alleine 14 Tage. Alter, ich glaube, es ist noch nicht so richtig bei mir angekommen. Jetzt, die fliegen jetzt einfach weg, die sind jetzt 14 Tage weg. Der letzte hier ist der Orca! Hier unten! Ja! Heftig.
Voraussetzung für den Start bei uns im Boot. Zwei Teams sind mit drin. Wir, die Mädels, die Wildcatter. Jetzt ist die Frage, wer ist es? Wir sind dort! Tschüss, macht's gut! Wo bin ich denn hier drauf? Das kann man alles essen! Ich gebe mir die Jacke aus. Knossi und Sascha. In der letzten Staffel hat Jens Knossi Knossalla die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Bekannt wurde er durch diverse Streams, Events, TV-Auftritte und Musik. Survival-Erfahrung hat er, seit er, Zitat, früher im Familienurlaub mit der Klorolle unterm Arm über den Campingplatz gelaufen ist. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Außer sein Teampartner Sascha Huber natürlich. Der ursympathische Österreicher ist ein Bub vom Lande. Früher wurde er für sein Gewicht belächelt. Heute zeigt er durch seine positive Art, wie junge Menschen mit durchdachtem Training ihren Wunschkörper erreichen können. Aus der geteilten Inselerfahrung der letzten Staffel ist innerhalb eines Jahres eine waschechte Freundschaft entstanden. Nun wollen Knossi und Sascha gemeinsam triumphieren und mit einem breiten Grinsen auch diese Herausforderung meistern. Doch vielleicht wird ihnen das Lachen auch im Halse stecken bleiben. Wir sind gestrandet. Wie geht der Song bei dir? Wir sind gestrandet. Wir sind Robinson. Du bist unser Held, geh nie weg von der Insel, bleib da, umsonst und draußen, asozial am Leben. Wir wollten ja auch erst eine Bewerbung ballern. Ja, nur war es ja ein bisschen so zu spät. Aber Basti hat eine Flasche gemacht, weil ja einer da drunter geschrieben hat und so. Das ist ja ein Angelausflug oder so. Wir hatten auch Dings, ich komme gerade nicht drauf, die hatten ja fünf Sachen mit. Und Ködermaterial, was genau. Du meinst. Und wir wären da mit unserer Flasche, wären wir ganz schön gut dran gewesen. Bis jetzt war es sehr da. Natürlich, das ist überall Wasser, soll ich sehen. Ja, der da Spot bis jetzt wäre wie was gewesen, da hätten wir auf jeden Fall gut Abriss gemacht. Ich muss auch sagen, da habe ich mich auch echt drauf ein bisschen festgelegt. Bei 14 Tagen habe ich mir gedacht, da setze ich uns einfach so aus, da kannst du 14 Tage Bären essen. Da gehen die schon ein bisschen hoch auf Wasser und so, ich kann mir das schon ein bisschen denken. So. In Kanada sowieso. Ja, das ist ja, ich bin auf, ich habe schon viel Hoffnung in Fisch gesetzt da, ja. Also hätte ich. Was wir schlappen lassen uns. Ja. Ja. Aber für uns besser, Mann. Ja. Bewerbung kommt beim nächsten Mal. Wenn es für die Staffel gehen sollte. Alles klar, wollen wir weiter reincatchen, jo. Das ist auf jeden Fall. Da sind wir, Joey! Ja! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jan Schlappen und Joey Kelly. Im steten Verlangen, das eigene Ableben zu beschleunigen, springt Jan von Häusern und Klippen. Nach seinem täglichen Einkauf bei Lidl spielt er nackt Fußball oder ist als Stuntman auf der Bühne bei den 257ers. Joey Kelly, Weltstar, Extremsportler, Legende. Es würde Stunden dauern, all seine Erlebnisse und Erfolge aufzuzählen. Von Südpol-Expeditionen über Survival weltweit bis hin zu unzähligen Ultraläufen. Wer oder was könnte diese verrückte Kombination aufhalten? Auch wenn sie sich nicht kennen, sie teilen das gleiche Mindset und die Liebe zum Extremsport. Risikobereitschaft und Waghalsigkeit kann einen aber auch schnell den Kopf kosten. Was ich hier krass finde, musst du mal reinziehen. Ich will mal wissen, wie die beiden das gemacht haben. Da ja der... Die Konstellation und Situation war ja komplett komisch. Nee, das Ding ist ja, weil... Der hat einen heißen Faker da gemacht, mit seinen heißen Samba-Tänzen.
Der ist ja rausgeflogen, dass sie schnappen, man konnte ja gar nicht viel zu der Flasche mit beitragen. Denk ich mal, wie haben die das gemacht? Haben die sich nochmal schnell zusammengesetzt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das würde ich gerne mal wissen. Weil der hat ja genau bei den Dings, bevor es losging, ich habe das ja bei den Dings gesehen, behind the scenes hier, sagt er ja, die haben das kurz davor erst erfahren so. Ich denke mal, die Flasche wird schon fast fertig gewesen sein. Ob er nochmal wirklich krass mitgewirkt hat zu der Flasche, weil ich denke mal, die letzten Vorbereitungen waren ja schon getroffen dafür. Hast du recht. Deswegen sage ich ja, ja, weil das ob Schlappi ja überhaupt noch was entschieden konnte, ja, ob die einfach die Flasche genommen haben, so wie sie war. Ja. Das ist aber auch heftig, dass der Sekundenkleber, damit kannst du auch geiles Zeug noch machen. Ja. Rasierkling Oku kannst du Fisch gut ausnehmen. Aufrufen. Wassermesser, ja. Panzertape, Kabelbinder. Mhm. Alles klar, aber weiter. Ja, hauen wir hin. Ist das geil hier? Guck mal, da kommt Frischwasser. Ich frag mich auch. Guck dir das mal an. Wieso? Das könnte Frischwasser sein. Joey Kelly Legende, Junge. Deswegen schon mal wieso. Oh. Schlappen, ey, ich feier den einfach irgendwie, keine Ahnung. Und Joey Kelly, Junge, Muttern, wie gesagt, alle CDs. Von oben bis unten, jahrelang, Junge. Ich glaube, ich kannte jedes Lied. Ein Segen und Fluch. Zugleich, was heißt Segen eigentlich nicht? Eigentlich war es nur ein Fluch, weil es nicht mein Musikgeschmack war. Kein Disrespect. Aber was der sonst für Leistung alles bringt, ja, der Mensch ist an sich, das ist Hammer. Ja, der Typ ist einfach der Hammer, was der alles macht, was der reißt, Junge, ja, was der schon gerissen hat. Ja, ein Sportdinger, der, das ist ja der Wahnsinn. Alles klar, machen wir weiter. Du machst das mal genauer. Ja, das ist ein bisschen spannend. Oh mein Gott. Frisches Wasser am Strand. Das ist noch sechsmal. Seven vs. Wild Teams. Gut, also Fritz kümmert sich darum, quasi mal was aufzutrapieren. Ich werde mal ein bisschen hier auf Sicherheit gehen und mal das Bärenspray rausholen. Warte. Hier ist gerade was gesprungen hier vorne. Ja, hier ist gerade was gesprungen. Ich hätte sofort einen rausgeholt. Gut. Geil. Wenn da Fische drin sind, machen wir das Ding leer. Dann können wir ja hier quasi da rausholen, hier essen und dann gleich alles hier lassen. Mein Plan ist, wir laufen hier einfach mal am Ufer lang, um zu gucken, ob wir irgendwo einen Weg rein haben, weil das ist ja, Alter, 3 Meter hoch hier. Brauchst du, kommst du nicht durch. Das Erste, was ich da auch gemacht hätte, ich wäre erstmal angekommen, hätte ich mein Lager aufgeschlagen, ja. Und wenn es die ganze Zeit mal so im Plan gekommen, wenn auch Wildtiere sind, was wie Wölfe oder sowas, ja. Ich hätte einfach mein Lager geschützt. Ich hätte aus Holz, hätte ich mir was gebaut, hinten, wie eine Wand, so eine Wand, dass du quasi wie unter ein Ding sitzt. Unter so einem Hochstand. Wie so ein kleines Haus, ja, von vorne und hinten, vielleicht eine Schräge. Kannst du alles hinzumachen. Und dann hätte ich mir irgendwas gebaut mit Stöckern geschnitzt. Kann ja mal sein, du bist aber ausgesetzt, wo du gar nicht weit irgendwo hinkommst, wo du dann echt da sagen musst, gut, ich muss jetzt hier irgendwo bleiben, ja, oder du läufst jetzt auch nicht durch. Dann würde ich mir das bauen mit Pfeilen, so wie Sperre, die ein bisschen rausgucken, so bist du mal geschützt, sie nicht rüberjumpen vielleicht, oder sowas. Ich glaube, das Allerschlimmste ist, wenn du schläfst und so ein scheiß Berg kommt. Und will ich der hilft keine Stöcker. Da hilft gar nichts, da kannst du safe gar nichts machen. Da ist vorbei. Ich glaube, du kannst ja höchstens vielleicht versuchen, schnell ins tiefe Wasser zu kommen. Ja. Das ist das Einzige, oder? Ja, auf dem Baum brauchst du nicht hoch, weglaufen brauchst du nicht. Ja. Und wenn du kein Wasser in der Nähe ist, dann machst du einen Puter. Heftig, die Situation, ey. Kacke. Da unten in den Becken kreucht es auf jeden Fall. Ja, da ist alles voll. Oh, kann ich kurz die Gruppe hoch reinhalten? Nein, da haben wir keine Zeit. Wirklich nicht? Nee. Okay, alles klar. Wir haben ja 14 Tage Zeit. Ja, also weil. Ja, alles gut. Sport finden? Ja, ich weiß. Alles gut. Aber tatsächlich, du hast... Warte mal, hier. Was ist denn das, Alter?
Das ist scheiße. Das sind drei Kackwürste. Das sind drei Kackwürste mit Haare, also Fleischfresser. Könnte Wolfsscheiße sein. Und die ist. Die ist halt wahrscheinlich. Wow, es ist safe Wolfsscheiße. Ja. Die ist auch nicht so alt, ne? Die muss ja vor der Flut gewesen sein. Die ist von heute. Die muss ja von heute sein. Weil das jetzt Wasser schon weggespült. Gut, also halt mal kurz fest. Am heutigen Tage. Tag 1. War hier anscheinend irgendein Fleischfresser, vielleicht Wolf, der hier geschissen hat. Cool. Okay. Oh, Wölfe habe ich gar nicht Bock, muss ich ehrlich gestehen. So Wölfe. Ich weiß nicht, sind die eher scheu? Ey, aber komm, ich komme mit Hunde auch klar. Ich glaube, wir müssen denen nur klar machen, wer Alpha ist. Aber ich weiß, dass Hunde Angst spüren und glaube, Wölfe dann ja wohl auch. Oh. Ich weiß nicht, was mir lieber wäre, ein Bär oder lieber der Wolf. Hier kamen wir gerade, da seht ihr. Aber ab hier. Nee, Moment. Hey, warte mal. Nee, das sind auch noch unsere eigenen. Ja klar, aber das sind unsere eigenen, weil da ist unser Zeug. Hier ist eine Spur, seht ihr? Tak, 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 tak. Hier ist eine Spur. Tak, 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 tak. Bruder, tak. Und schaut mal hier. Hier ist eine Autobahn. Das sind alles Spuren. Highway. Erstmal Wasser filtern, aber hier ist alles voll mit Wolfsspuren. Lieber hinterher als voll mit. Ich habe mir mal einen Stock besorgt. Der wird mir zwar nicht helfen, aber für die viel. Also wir haben den Wasserfilter dabei. Wir wollen jetzt ein bisschen diesen Fluss hier entlang gehen. Wegen Süßwasser. Und auch hier, es ist, wollt ihr mich verarschen? Es ist alles voll mit Spuren. Guckt euch das an. Das muss auch heute gewesen sein. Auch hier, guck mal hier. Hier siehst du es ja richtig. Hier, na klar, komplett den Abdruck hier. Bob, rein. Also hier sagst du? Ja, vom Prinzip her schon, ne? Weil hier bewegt sich das gut und du hast nicht den Rand. Also. Naja, probieren wir einfach. Okay. Aber ich versteh's nicht. Mal ran, den Lachs. Ich verstehe es nicht. Wenn die Flut kommt, überschwemmt die hier alles. Wieso bleibt das Süßwasser? Stopp. Jetzt mal kosten überhaupt das? Genau. Ist ja geil. Echt jetzt? Mhm. Sag ich mal hier. Schmeckt. Einfach fast neutral. Selbe Tasche habe ich auch. Kein bisschen Salz oder sowas, nichts. Nee. Nee, hat erst geil. So kurz Sorge, weißt du? Ja, nee. Kann man voll machen. Füttern wir uns mal einen ab hier. So. Treibholz. Wir sehen hier schon die ganzen Algen, die wir essen werden. Aber erst am Tag. Spät. So, was ist das da? Das kann auch... Schon mal Algen gegessen? Nee. Ist die Geschmackssache. Ich habe schon mal gegessen Algensalat und sowas. Doch. Ja? Ja, habe ich auch. Es ist Geschmackssache. Mir schmeckt's, wenn es der ist, den ich denke, der das war. Wir testen es in deinem Video. Was ja, ist Seetang mit Algen? Ich bin auch echt gespannt, mal. Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es das echt war. Ich besorge das mal. Kannst du mal kosten. Ich war. Der ist so ein Verkehrshütchen oder so. Was ist das? Stell's mal auf, Max. Dann ist das jetzt unser Hochofen geworden. Alter, guck mal, was ist das? Kann man die essen? Darüber bin ich nicht informiert. Das sind kleine Krebse. Hätte ich gleich eingesammelt in der Flasche, die du mit hast. Ja. Die hätte ich gleich eingesammelt für Köder, weil das ist ja. Nämlich schon mal Jackpot. Das ist wie wenn du Heimchen hast oder sowas. Ja, muss ich auch sagen. Käfer dran beim Angeln, das ist schon mal die Miete. Alles in eine Flasche, was du hast, raus, woanders verstauen, irgendwo rein. Sofort mit in damals Angelköder. Ich muss auch sagen, also schmecken vom Verhältnis wie andere Insekten wird es für Menschen nicht großartig, aber als Köder, um ja, zu fangen, optimal. Als auf dumme Sache, selbst wenn sie sterben, ist egal, die kannst du selbst tot als Köder nehmen. Ja. Warum? Was das, wie viele das waren, da hättest du richtig, da hättest du locker, da hättest du richtig geile Angelsession machen können. Ja. Die finde ich tatsächlich richtig eklig. Die finde ich unglaublich lecker. Die hüpfen, du. Das sind. Die sind mit den Grillen verwandt. Die haben den Krebsschwanz. Die chillen hier. Was oh mein Gott. Die esse ich alle. Ja, das war's. Ich werde die richtig zunehmen. Da Flasche, die wird eingesteckt. Wo?
da grenzt mich an. Oh mein Gott! Wenn die auch nur ein bisschen geht, ne? Ey, ich hab mich noch nie so über... Ist die dicht? Das ist die dicht. Die ist dicht! Die wird eingesteckt. Krass. Zack. Ist das krass. Ja, das ist ein Sitz. Also besser als... Aber den finden überall wir noch. Überall! Ey, die essen wir. Nicht I, Rumata. Das ist unser Essen jetzt. Guck mal, wie kroll die sind. Davon eine komplette Pfanne voll. Was ist es? Es ist was Krebsartiges. Und Krebse dürfen wir essen. Das ist ekelhaft hier. Was denn? Eine Spinne. Echt jetzt? Ja. Also das Holz hier ist super. Wir müssen gucken... Wir gehen den Fluss hoch, okay, und gucken, wo ein geiler Spot kommt für ein Shelter. Das ist ekelhaft. Eine Spinne. Oh, die ganzen Spuren, die sieht man nicht. Das blenden die nur aus. Das finde ich auch krass, da hast du recht. Ich glaube, ja, das ist gerade, was geht in deinen Kopf vor. Ja. Ja, du bist, manche sind auf das gefasst so, manche haben Ängste so, manche gucken, was ist mein Shelter, manche fällt das gleich auf, weil sie Angst haben, auf Wölfe zu treffen. Ja, manche haben ja schon so vor der Staffel Angst gehabt, so, oh, Bären, wenn man da Bären und sowas. Ja, ja, guck mal, du hast das schön bei Rummeltrauma gesehen, als er den Klotz umgekippt hat, der ist gleich weggesprungen 2 Meter. Ja. Ja. Ich finde es auch geil, Sand kannst du auch geil zum Filtern alles nehmen, für Wasser und sowas alles. Ja. Hätte ich auch gleich mal mit gesaved. Ja, ja, überhaupt, da noch Moos drumherum, da gibt es so viele geile Filter noch drin. Ja. Weil das Treibholz ist free. Guck mal, wir haben hier alle Maße, die wir wollen, können wir uns hier aussuchen. Kleines Stück, großes Stück, schmales, dickes. Geh du mal da ein bisschen, ich guck mal hier nochmal. Wir dürfen unseren Treibholz nicht verlieren, ne? Nein, wir gehen doch da eh wieder hin. Wir gehen gleich den Fluss hoch. Ey, Fritz, wenn du das hörst, einfach nur ein fettes Danke und das ganze Team im Hintergrund. Das sehen hier die Leute. Und 1 Million Leute, die das hier sehen, wollen hier gefühlt selber mitmachen. Hundertprozentig. Wenn ich das sehe, mit dir hätte ich ja niemals lang gehen können. Ich wäre mit dir in einen Tag rausgeflogen, Alter. Den letzten Sommer, deine ganzen Action, egal wo ich lang gehe, aber Basti, der hat sich immer geruppt. Irgendwo ja. In Unterholz, der ist hängen geblieben, dann hing der da mit dem Fuß doppelt verkeilt. Irgendwie, das geht eigentlich krass. So gar nicht. Jedes Mal, manchmal sogar 3 Mal oder so geleddert, Alter. Innerhalb von einem Tag. Heftig. Oder weggerutscht. Das ist wirklich so. Das war echt krass, Alter. Das war echt krass. Ich kam aus diesem Sog nicht raus von Pech und Scheiße. Ich hab das eben so, das hatte ich sofort den Kopf auf einmal, wo ich das gesehen habe, wie die da durchkommen. Ich glaube, wir gehen weiter rechts. Was hast du? Irgendwas verschluckt, was in meinem Hals ist rumkrabbelt. Oh, eh. Sehr eklig, das mache ich nicht sowas. Alter, mit Würgen jetzt schon? Mhm. Oh. Auf. Also sollst du bitte sterben in meinem Hals. Krieg wenigstens ein paar Proteine von der Scheiße ab. Na, aus die Lunge nicht ganz, ne? Nee, Humatra ist fliegen mit seiner Lunge. Willst du jetzt definitiv rüber? Ja. Die Brille beschlagen. Hast du dir gerade den Mund gefasst, deine Brille beschlägt? Das ist so geile Aufnahmen. Das ist so geil. Genau dafür hatte ich Fritz eingeladen. Eine Seite. Geil. Ich glaube, wir müssen da rüber und dann rechts vorbei. Du kannst auch nichts greifen, das ist ja alles hier. Guck mal hier, das ist nur noch Rinde. Wie das wackelt, Alter. Sie hat eine Körperhaltung wie du. Kann man sich nirgendwo festhalten. Oder drunter durch? Auch scheiße, Mann, was ist das? Ein schöner Waldspaziergang hier am Arsch. Das ist original gerade Queen, Junge. Was ist das? Was ist das? Bei jedem Ding, Alter. Ja. Hexenstieg. Geil. Was ist das in der Bohle? Was ist das? Ey, das war krass. Oh, Alter, ich krieg richtig Gänsehaut. Ja, gerade. Ich muss auch direkt pissen. Ja, ich muss erstmal aufregen. Das allererste ist erstmal pissen. Andi? Ja. Das ist hier eine Quelle, oder? Das ist doch Wasser, was von da oben kommt. Du hast recht. Süßwasser. Das ist schon mal richtig gediegen. Halt's Maul! Was denn? Plane, Digga! Lass mal. Digga! Halt doch die Fresse! Okay, das ist geil. Hä? Das Frosch. Leute, Alter! Was passiert denn hier, Alter? Froschschenkel. Okay, aber jetzt, Leute, jetzt. Digga, Seil! Was? Ja. Okay. Hä? Wir haben Seil, wir haben Plane. Okay, Nip, wir kommen jetzt wirklich Süßwasser. Wir gehen jetzt beide pissen, Anni. Wir gehen jetzt pissen und dann setzen wir uns kurz hin und gucken einfach mal raus für 2 Minuten. Digga. Ihr merkt es gerade, wir werden hyperaktiv. Da ist noch mehr Plane. Warum hab ich denn, warum haben wir denn was mitgenommen? Oh, man.
Was sind das denn? Plastikflaschen, Plane. Hast du eine Plastikflasche? Ja, ja, übelst angespült, da, guck mal. Ja, ist egal. Direkt Plastikflasche. Bevor wir uns hinsetzen, weglooten. Digga, da sind Plastikkanister. Nee. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass hier so Müll angespült wird. Ey, direkt alles looten. Ja. Stopping looting, stop looting. So, Freunde. Wir haben uns beruhigt. Toll, oder? Ja. Wir haben jetzt alles dran. Einmal Lebensversicherung, einmal Bärenspray und einmal Sanitasche. Weil dieses Gefühl, wenn man ausgesetzt wird und das Boot fährt weg, könnt ihr euch nicht vorstellen. Man kann sich's nicht vorstellen, ja. Es ist krank, es ist krank. Jetzt muss man erstmal realisieren. Guck, wie leise das ist. Ha. Absolute Stille. Crazy. Ja, ist wirklich. Krass. So, wir haben hier eine sehr, sehr kleine Bucht, das können wir auch schon mal erzählen. Wir haben einen Süßwasserfall gefunden. Also Wasserfall, also da kommt irgendwo Wasser aus der Erde und mündet da halt hinten in die Bucht rein. Ist auf jeden Fall süß, das haben wir schon getestet. Wir haben scheinbar Plane und Seil hier. Plastikflaschen haben wir schon gefunden. Ja, da hinten ist auch noch irgendwo so ein Kanister drin. Wir haben viel Nadelholz, aber auch einiges an Laub. Libellen, Frösche haben wir schon entdeckt. Andi, wäre hier nicht die Flut drin, für ein geiles Shelter wäre. Hier, checkt's mal aus. Guckt euch das mal an. Perfekter Überstand. Kannst du einfach ranlehnen, wäre optimal. Aber kann man nicht nutzen. Und ich würde sagen... Es ist so fucking dicht da hinten. Ja, wird schön erstmal für Fidu und dann gehen wir auf Entdeckungstour. Ey, Bruder. Team. Edel Talk. Und unser Motto ist, go hard or go. Go home. Okay, lass mal machen. Oh, das ist cringe, ja. Okay. Team. Edel Talk. Go hard or go home. Wenn wir an Tag 3 merken, dass wir nicht hart gehen, dann gehen wir nach Hause. Gehen wir nach Hause. Ganz einfach. Ey, Bruder, wir machen das. Wir rocken das. Komm her. Jawohl. Let's go. Step 1 würde ich sagen, ist, wir müssen den Eingang finden. Wollen wir mal da gucken? Ich glaube, das sieht richtig gut aus da hinten. Ja. Ist alles gut? Schwer, Alter. Okay. Oh ja, ja, hier ist gut, oder? Guck mal da. Da oben in diese Lücke sehe ich auch gerade. Ja, auf jeden. Easy. Okay, ja, let's go. Worth, Alter. Ich hoffe, wir müssen ja mal ein bisschen, also wir werden hier jetzt kein Shelter bauen können von der Menge her. Und ich glaube auch, hier rein rauslaufen und hier den Shelter bauen ist mega dumm. Lass einfach mal abchecken. Ja, das ist schon scheiße, ne? Wir checken mal ab, was abgeht. Pass auf wegen so Stöckern von oben, Bruder. Nicht, dass wir den Niklas machen. Ja, du musst auf jeden Fall vor, wenn du das gleich schaffst. Ja. Ja. Der wäre fast an mir vorbeigegangen. Ja? Nicht gut. Schön aus hinten. Alter. Heftig, Junge. Was ein Riesenbaum, Alter. Das ist wirklich wie ein Film. Wollen wir hier links an dem vorbei? Da ist wie so ein Weg. Ja. Ist schon faszinierend, so wie ihr sagt. Ey, guck hier mal, Riesenbaum, ja. Wie im Film. Wie Bäume haben wir schon umgekippt, die sind beim Angeln. Ja. Hunderte so nicht fühlt, ja. Ich würde fast erschlagen worden ist vom Baum her eigentlich. Ja, das kommt neu zu. Da merkst du aber, manch einer ist echt nicht viel draußen in der Natur auch, ja. Der sieht sowas einfach nicht. Ja, sorry, ich muss kurz mal schreien. Das merke ich aber. Ja. An den Aussagen merkt man das sofort. Safe, komm weiter. Schau mal. Wenn wir jetzt hier so nach oben gucken, das sieht mir ziemlich frei aus da, oder? Ja? Sehr hell hier. Finde ich nicht. Nee. Aber ich appreciate den Optimismus. Ich mache jetzt so einen Pfadfinder-Core. Läuft's da hinten? Nee. Nicht so richtig, Bro. Eigentlich müssten wir da rüber. Aber wenn da einer von uns reinfällt, ist GG. Dann sind wir an Tag 1 nass. Wie machen wir? Wir können nicht rechts weiter. Nicht so richtig, nee. Dann müssen wir zurück, Bro. No joke. Meinst du nicht rübergehen, ist eine Wave? Ja, aber wir gehen die ganze Zeit nach links. Nee, und dann gehen wir da links vorbei. Checkst du? Na, da will. Können wir try. Ja, komm, Bruder, lass machen. Komm, mach keine Platte. Lass uns einen Schritt machen. Platte. Oh, nee, Digga! Oh! Warum Scheiße. Das Scheiße. Das verstehe ich auch nicht. Es sind nur einen halben Meter gemacht, wenigstens. Den auch? Jo. Boah, der wird schwer. Let's go! Krass. Ja, das ist zu breit, Bro. Da fällt man auf jeden Fall rein. Ja.
Boah, ich habe jetzt so einen richtigen Mattstiefel, Digga, das bockt gar nicht. Oh, hier ist, glaube ich, gut, Bruder. Ja, 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 hier, hier, hier. Hier ist matschig, aber du kannst hier landen. Checkst du hier? Ja. Du wirst hier ausrutschen ein bisschen, ja? Aber ich halte dich, ich halte dich, komm. Du schaffst es, Tiger. Ich schmeiß mich einfach so Bauch vorwärts da rein. Ja. Ich Bauch vorwärts. Ja, okay. Ich krieg mal nochmal ab, Bro, fuck. Mit rechts hast du mehr Power. Dann rein. Alter, oh, stinkt! Oh, das ist so geil! Ist das so geil, aus aus meiner POV? Oh mein Gott! Der war echt gut! Oh mein Gott, das muss ich dir nicht sagen. Ach du Scheiße! Gleich komplett nass. Ach du Scheiße! Komm, weiter geht's! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Komm, wir müssen weiter. Digga, das sah aus. Ja, ja, du stimmst. Das sah aber gerade aus wie so bei Ups, die Bandshow, Bro. Schau das an, du bist so eine nice Sport. Geil. Der Himmel ist Hammer, auch, ja. Übrigens, wir haben eine gemeinsame Regel. Stop. Heißt S für? Stopp. T für? Temperature. Think. Think. O für? Touch opportunity. Observe. And B für? Pause. Plan. Ja, Pause. Hätte ich jetzt gesagt. Das ist unsere Regel. Stoppregel einfach. Entspannt über alles nachdenken. Was wir tun. Jeden Schritt vor den anderen setzen. Das jetzt hier zu zweit, dass man mit jemandem darüber reden kann, so Sachen zu sehen, die man in seinem Leben noch nicht gesehen hat, hier sowas zu machen, ist schon ganz speziell. Das ist ganz anders und es hat viel mehr. Ich hab vorab geknickt, wäre alles vorbei. Das hat viel mehr das ist es, das hier, Spirit jetzt, gell? Ja. Weil wir zu zweit sind. Es fühlt sich einfach richtig an. Keine Ahnung. Der Mensch ist ein Rudeltier. Der ist nicht mehr in Gruppen unterwegs. Der Mensch ist ein Rudler. Der Mensch ist ein Rudler. Der Mensch ist ein Rudler. Oh, ho, Bär. Hey, Bär. Ho, Bär. Hey. Stell dir vor, Sascha, was meine Frau auch gesagt hat, guck in die Bäume. Wenn da oben ein Bär sitzt, Waffanculo. So, und jetzt da ist es. Schaut euch das an. Freunde, ihr kennt die Szene. Und schauen wir mal. Probieren! Okay, probier. Und los, komm. Er schmeckt salzig. Ein bisschen Salz, oder? Hat es nicht ein bisschen Salz? Na, na, das war. Das kann man so trinken. Aber mit Tabletten. Wahrscheinlich davor ein totes Tier drin. Weißt du, was das bedeutet? Wir haben Wasser. Ja. Nahrung fehlt jetzt noch, aber wir haben Wasser. Die Flut, schau, die Baumstämme. Das heißt, die Flut kommt easy bis da hoch. Das heißt, die Flug geht aber auch ganz tief rein, wenn es nicht höher ist. Das heißt, wir müssen irgendwo rauf, sonst sind wir im Arsch. Ja, jetzt können wir, hier kannst du ja nirgends schlafen. Na, deswegen gehen wir da rein und dann irgendwo hoch. Ey, bitte lass in dem Fluss einfach Fische sehen. Das haben wir alles, da haben wir wirklich alles. Wir schlafen ohne Dach. Wir haben keine Plane dabei. Wir improvisieren. So Paletten und so Zeug wird uns helfen. Wir haben erfahren, das einzige Team, das sich gegen eine Plane entschieden hat. Ja, wir sind die einzigen ohne Plane. Aber Plane ist für Kinder. Das ist für Kinder. Das ist Ansage. Ich sehe uns schon da draußen liegen, nass und dann komplett unterkühlt und wir müssen aufgeben. Na, aufgeben, das Wort sagen wir auf diesem Spot nicht mehr. Nein. Okay, so, packen uns Sachen und erkunden. Also, Wasser brauchen wir. Wir sind schon fast 2 Stunden angekommen und es ist warm. Die Sonne scheint und jetzt muss ich hier vorne Wasser holen mit unserer Flasche und Filter gestern Abend. Genau, Andreas ist raus und jetzt habe ich Jan und ich kenne ihn überhaupt nicht, aber ich habe ein gutes Gefühl. Er ist jung, 25, der Name sportlich und ja, wir kennen uns überhaupt nicht, das wird Hardcore. 14 Tage, 2 verschiedene Generationen, ne?
Ich bin älter, viel älter. Gutes Gefühl heißt gar nichts, weil das Problem ist, wenn wir uns nicht gut verstehen, dann wird dieses Trip kein Paradies. Wir haben ersten Tag und deswegen gemeinsam harmonieren. Joey läuft gerade da hinten her, holt Wasser und in der Zeit muss ich tatsächlich schon feststellen, dass ich schon direkt mal durstig und vor allem hungrig bin und ich weiß und generell das Ganze, ich bin nämlich wirklich absolut kein Survival-Experte, Bushcrafter oder sonst was, sondern halt Sportler und ich habe vor 12 Stunden mehr oder weniger erfahren, dass ich mit dabei bin, als Backup-Kandidat, alter Lachs, auf einmal hier mit Joey Kelly, absoluten Vorlegende auf der Insel. 14 Tage alleine. Das ist einfach nur wild. Also das ist tatsächlich Seven versus Wild ist das. Also die Situation als Team, diese 14 Tage zu bewerkstelligen, sehe ich ganz klar. Kelly Schlappen, heftigste Aufgabe von allen eigentlich dazu schaffen. 12 Stunden vorher kriegt der Bescheid, mein Teamkamerad haut ab, ich kriege einen neuen, die können sich gar nicht aufeinander einstellen, die kennen es gar nicht. Gar nicht. Aber dafür hat Kelly gute Kenntnisse. Die anderen haben natürlich einen Vorteil, da hast du recht, denn, ja. Für das Team, um durchzukommen, sage ich ganz ehrlich, so wie Schlappen jetzt gesagt hat, wenn er gar keine Ahnung hat vom Survival oder so, ja, der hängt sich einfach an das, was Kelly sagt und die ziehen das Ding durch. Ja. Ganz ehrlich, ganz einfach. So würde ich sagen. So, ja. wird ein Schuh draus. Ja, Leute, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, was das hier für ein Gelände ist. Ich bin bis zur Brust weg. Es ist alles dicht, es ist kompletter Dschungel in Anführungsstrichen. Am Ufer können wir aber auch nicht bleiben, weil da kommt die Flut. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, ins Landesinnere reinzukommen, aber es ist hier alles ultra dicht. Es ist jedes Mal komplette Vollkatastrophe hier reinzukommen und wir nehmen jetzt einfach nochmal das Flussufer und versuchen darüber weiter ins Landesinnere reinzukommen. Ehe du dich hier reingeschlagen hast, ist es eine anderthalb Stunden rum und du weißt nicht, wie es da weitergeht. Ja, das ist das Problem. Aber irgendwo müssen die Wölfe ja auch rein. Also hier sieht es halt so aus, als könnte man hier entspannt reinlaufen, aber als wäre das auch ein Wildtierpfad. Und ein großes Wildtier. Das siehst du auch. Gehst du vor? Wenn hier irgendwas sitzt, Digga, sind wir richtig. Ich komme mir gerade vor wie bei Jurassic Park. Ohne Scheiß. Was ist, wenn die hier gleich wohnen, wenn die ihren Bau haben oder sowas? Wir gehen quasi ins Wohnzimmer, weißt du? Wenn dir einer diese Matte ins Wohnzimmer legt, haben wir ja gehört, was passiert. Ich sag dir eins, ich mach meins ready. Komm, was wollen wir? Man kann sich halt nicht bewegen. Es gibt diesen einen kleinen Pfad hier rein. Wenn dir was entgegensteht, aber kannst du nicht nach links oder nach rechts. Ja, keine Chance. Wenn dein Kopf dir denn sowieso sowas noch in deinen Kopf setzt, selber, die Gedanken, ja, ey, dann drückst du dir, glaube ich, automatisch auch viel mehr ein. Die anderen denken gar nicht an sowas, weil die gar nicht viele Probleme haben. Den beiden ist das sofort aufgefallen. Ja, die haben halt gute Kenntnisse. Die Zocker sehen erstmal gar nicht so eine Spur, wenn die da sind vielleicht. Die sehen das sofort. Und wenn du sowas aber im Kopf hast, ob die jetzt da sind oder nicht, ja, die Wölfe oder andere Tiere, wenn dein Kopf dir das trotzdem im Unterbewusstsein eingebaut hat, dass da, Digga, du drückst dir das safe ein und das ist richtig krass. Und wenn du da noch lang gehen musst, in so ein Zeug dickicht, da kann irgendwer was rausspringen kommen. Stell dir vor, da sitzt so eine Big Bear Mama. Digga, da ist Ritter. Ja? Das ist schon crazy, muss ich auch sagen. Scheiße. Also ein Wolf im Unterholz, Alter, hör mal auf. Ein Rudel, wenn du Pech hast oder so. Lass die nur mal Junker haben. Das ist ja nur wie so eine Hütte, also die wird die auch beschützen. Ja, die umzingeln dich ja richtig. Ja. Ah ja. Oder? Ja, aber weil. Komm. Was, weiter? Ich geh weiter. Lass mich vor. Ich hab dir gesagt, ich bin im Rage-Modus. Ich krieg den Bär, ich krieg den Wolf. So, aber pass auf, ich komm jetzt, ja? Ja. Also ich würde sagen, ich bin ein bisschen im Wohnzimmer. Solange wir keine Knochen sehen. Alter, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Ich guck mal nach Spuren, du bist schön in der Nähe, ne? Ich bin genau hinter dir. Ich hab's Ding auch schon ready hier. Ja. Also du hast das Ding sogar schon ab? Entsichert schon, ja. Entsichert schon. Ja. Gut, ich gehe auch auf Entsicherung. Den Clip habe ich hier. Also was halt wirklich krass ist, und das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, holy shit. Das ist ja krass. Du kannst hier halt dich kein bisschen normal bewegen. Wie willst du da denn durch? Wie lange soll das dauern? Vor allem, wie zur Hölle willst du hier ein Shelter bauen, Alter? Und ich glaube auch tatsächlich, und es ist nicht so, wenn die Flut richtig kommt, Digga, ist das da alles unter Wasser? Wie die hier rüber?
Weißt du, was ich meine? Das ist so. Du kannst hier nicht reingehen. Du kannst dich hier nicht mal richtig normal bewegen. Das ist ultra krank. Das vergleiche ich aber nicht normal. Wir wollen euch jetzt nicht nerven zu dem Thema Wolfsspuren. Und hier sind halt richtig erkennbare frische Spuren. Ja, das sind aber volle Bude. Also jetzt halt eindeutig. Zack, zack, zack. Alles kommt hier drauf. Guck dir bitte die Größe an von dieser Spur, Alter. Ja. Wir haben Löwenspuren gesehen, Rudi, die waren ähnlich groß. Was ist denn das für ein, ist das für ein Wolf, ey? Martin kriegt schon einen kleinen ersten Angstdurchfall. Wir waren im Flusslauf jetzt hier nochmal drin, um zu gucken, ob man hier vielleicht besser in das Gebiet reinkommt. Alles ist hier voll mit ca. 2 bis 3 Meter hohen Büschen. Also schaut mal da, wo Martin steht. So, da habt ihr mal einen ganz guten Vergleich. So sieht das da drin überall aus. Komplett. So. Hier drüben, es ist eine komplette Wand. Wenn du hier reinguckst, ist die Wand gefühlt da oben 6, 7 Meter hoch. Alles, das ist alles dicht. Das stellt mir auch gerade krass vor, wenn die Flut kommt, ne? Ja, Uferkante also, gleich null. Ja, also genau, man sieht es ja auch ganz gut, auch von den Pflanzen und von den Steinen her hier. Guck mal, hier sind ja selbst Muscheln. So, und wir sind hier schon im Fluss drin. Das heißt, das ganze Meerwasser kommt bis hier in diesen Fluss rein. Da oben. Martin? Oh ne, mach keinen Scheiß. Aber wir müssen uns mit noch rauskommen. Ich sehe was du nicht siehst. Oh shit, ich sehe es auch. Siehst du's? Ja, komplett zerfetztes Tier. Fuck, Alter. Alter. Ja, Martin, das ist nicht schnell. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Spannung war zum Ende jetzt richtig gut aufgebaut. Also ja. Ohne Quatsch. Ich fand es jetzt so richtig interessant. Da willst du weiter gucken. Ja. Ich muss das sagen, ich wollte eigentlich so viel sagen. Ich war eigentlich voll da jetzt drin. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin unvoreingenommen. Ja, ich hatte zwar klar meine Gedanken. Ich muss sagen, ich finde es jetzt schon irgendwie besser wie die anderen Staffeln. Jetzt vielleicht nicht, jetzt mal abgesehen von den Gegenständen oder was da angeblich noch mit drin sein soll oder was weiß ich. Aber die Atmosphäre schon im Team zuzugucken, das ist viel besser. Das macht einen ganz anderen Vibe aus. Ja, weil du merkst, wie die sich unterhalten, wie die dann zwei eine Konfliktlösung finden oder wie beide mit einer Situation richtig umgehen. Oder ergänzen, wie sie versuchen, das Bessere zu finden. Und jetzt stell dir vor, du hättest einen Spot da so alleine und du weißt, was da alles rumkraucht und du bist alleine an so einem Scheißspot. Diese nächtlichen Situationen, wenn es zum Abend hingeht, die zerballern dir dein Gehirn. Die zerfressen deine Gedanken, zerfressen deine Hirne, was da passieren könnte, glaube ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt auf mehr, was da noch kommt. Wir können, glaube ich, sehr viel erwarten von Kelly. Richtig viel. Schlappmoment habe ich mir nicht. Ja. Also da Kelly reicht ich auch das Ding. Heftig. Der hat ja schon mal 10 Tage auf einer einsamen Insel in Thailand irgendwo. Mhm. Eiskalt ein Reini-Bretter. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Vielleicht hat schon mal einer rein reingeschnuppert. Ja. Erste Reaction. Ja. Ich würde mal ganz klar sagen, welche Flasche fandet ihr am geilsten? Das hätte mich mal interessiert. Oder zu welchen Teilen in den Flaschen am geilsten nochmal was. Genau. War. Außer jetzt natürlich, das ist klar, die White Boys Flasche. Ja, die ist natürlich prima. Das hätten wir Abriss gemacht. Auch seine dann geht auf jeden, Alter. Wir beide als Team ja geil gekommen bestimmt. Ist so. Ja. Wir hoffen, es hat euch trotzdem mal gefallen, was anderes auf dem Kanal. Ja. Wir haben eine kleine Reacten. React Zone. Eine kleine Reaction. Bleibt auch gespannt auf das nächste Video. Bis zur nächsten Woche, Leute. Alles klar. Dann soll es das gewesen sein von uns, Team White Boys. White Boys!